Yes, I consider myself a nerd. Es lohnt sich immer, ich meine, es lohnt sich immer. Leider nicht so negativ. Gut. Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Herzlich willkommen zur neuesten und besten. Trillionsten, glaube ich. 33. Jetzt hast also das Trillionsten hörte sich besser an. Trillionsten. Okay. Neun Folge unserer mittlerweile wahrscheinlich jedem, der das geklickt hat, bekannten Comic Review Show. Ist doch so. Über Landesgrenzen hinaus. Das habe ich nicht behauptet. Es gibt so eine ganz kleine Community in Mexiko, die wir haben uns so Schrein gebaut. Also wir haben so im Schnitt haben wir, glaube ich, jetzt so 300-400 Klicks pro Video und ja. Allein 250 davon sind aus Mexiko. Die haben so einen Schrein gebaut aus Kaugummis und Haaren und was die von uns auf, haben die so einen Schrein zusammengezimmert. Und kleine Puppen gibt's. Und Puppen und da zünden die jedes Mal auch eine Kerze für uns an. Ja, und es gibt mittlerweile auch Wrestling-Masken, die machen uns so ein bisschen nach. Also die eine, die ist immer mit so einer Mütze, die bist du dann neuerdings, obwohl jetzt ist der Verkauf deiner Masken wieder angestiegen, weil wir müssen die ändern. Ich habe die Brille fürs neue Merchandise. Ich versuche ja meinen Look konstant gleich zu halten. Ja, aber das schadet dir. Du müsstest dann mal so einen neuen Twist reinbringen. Ja, hast wahrscheinlich recht. Um auch die T-Shirts-Verkäufe wieder zu kurbeln. Popeye, rettest du vor der Insolvenz quasi. Ja, sollte ich machen. In Mexiko verfünffacht sich der Popeye-T-Shirt verkauft gerade. Kann man ihr da seht, ist also Popeye trendet auch bei Twitter jetzt. Popeye. Hashtag ist Popeye-Shirt. Hashtag Popeye. Was mir so einfällt. Kann man in Mexiko überhaupt Spinat anbauen? In der Tiefkühltruhe. Aber der macht aber wahrscheinlich was viel Realistischeres. Der macht da die Kuka-Pflanze. Der hat aber in der Dose, der Spinat. Auch der kann man hier nach Mexiko. Der Spinatimport in Mexiko ist auch exponentiell von uns gestiegen. Boomwirtschaft. Boah, wie geil man kann nicht nur Babymilchpulver nach China exportieren, was übrigens gerade wirklich ein Boom in Deutschland ist. Die kaufen das Babymilchpulver auf. Weil das ja sicher ist. Ja, weil in China haben die ja diese Milchprobleme gehabt. Da ist ja so ein Kind gestorben wegen vergifteter Milch. Das heißt, die sind bereit, echt Schweinegeld auszugeben. Das heißt, die Leute horten hier Babymilchpulver, sodass es in manchen Supermärkten schon noch so draufsteht, in Abgabe in handelsüblichen Mengen. Ja. Und die Leute kaufen das hier und verkaufen das zum doppelten Preis. Da lohnt sich das trotz Porto und Zollkosten, das nach China zu verschicken. Das ist ein Ding. Wie auch immer wir da jetzt hingekommen sind, wir ignorieren das schnell und kommen zu dem Einzigen, was wir so tun, als würden wir das können, Comic Reviews. Der dunkle Lord der Sith wieder zurück. Da frage ich mich, ob die... Kenn ich. ...sich da Gedanken machen, dass es in Deutschland irgendwie Sith heißt. Sith. Voll Sith. Es ist halt nie verkehrt, aber... Weil was ist der größte Feind des Deutschen? Das TH. Ach. Ja. Glaubst du das auch? Ja, ich denke auch, aber Sith. Man sollte halt lieber... Kinder, bevor ihr irgendwie was Sith macht, dann macht ein F. Macht einfach ein F. Sith? Ja, Sith besser. Echt jetzt? Ja, finde ich besser als Darth Vader, der Sith Lord. Ja, stell dir mal vor, du kannst es nicht. Mach lieber ein F, das dass du... Nee, das ist ganz schlimm, ne? Ja. Darth Vader. The, mach lieber the, 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 the people, the people, the, the. Konzentration total im Arsch jetzt, ne? Star Wars Zeit, das ist die dunkle Macht, die dumme Macht. Also ich will jetzt mal ernsthaft, man macht ja nichts verkehrt, wenn man beim Star Wars Comic den guten Darth Vader vorne aufs Cover setzt. Und wie wir ja schon vielfach thematisiert haben, macht Panini das auch. Genau. Man hat hier, ich zeig's mal rein, gewohnte Star Wars Kost, also künstlerisch nicht sehr wertvoll. Aber Zeichner ist neue Storyline. Ist eine neue Storyline. Marco Castiello und Andrea Cella sind die Zeichner. Für die Farben ist Michael Atier verantwortlich. Kenne ich alle nicht. Wie auch sei, es sind halt so Sachen, wo du sagst, die sind halt nicht übel, aber sehr sauber, sehr steril, sind halt im Hintergrund. Ich finde die gar nicht so schlecht. Die Geschichte ist, ich muss mal ganz kurz sehen, ist... so ein bisschen bei der, wo ist es, also vor der Schlacht um Yavin angeordnet. Das Tyrann, oder? Genau. Ja. Und nach der Faust.
Ach nee, vor, das geht nach genau, vorne. Genau, genau. Worum geht es im Grunde beschrieben? Also Darth Vader rückt in den Fokus, also man versucht jetzt das neue Imperium zu etablieren und Darth Vader ist so ein bisschen jetzt der Henchman vom Imperator und muss jetzt alle quasi im ganzen All rumdüsen, und alles weg, um alle Jedis weg. Was man ja auch ungefähr gefühlt schon in diversen Stories gemacht hat. Aber so gewöhnlich der Plot auch eben klingt, es ist eine wirklich sehr, sehr gute Story, eine sehr erwachsene irgendwie Story gemacht mit diversen Untertönen. Er befindet sich halt auf so einem Planeten, wo die Jedi als Helden verehrt werden und da, sage ich mal, im Untergrund ist einer dieser Jedi und den versucht der Darth Vader irgendwie jetzt zu schnappen. Obwohl das Imperium diesen ganzen Planeten besetzt hat und unterjocht hat, hält die Bevölkerung halt noch zusammen und die kommen keinen Jutta irgendwie vorwärts. Im Gegenteil, also es wird die kämpfen verlustreiche Schlachten aus, Darth Vader verliert Soldat um Soldat und Panzer um Panzer, beziehungsweise Kriegsgerät um Kriegsgerät. Damit zeigt sich der Imperator natürlich nicht sehr erfreut und sagt, hey, vielleicht bist du damit überfordert, vielleicht soll ich da jemanden anderen für diesen Job reinziehen, also gib nochmal dein Bestes, ne, Ende der Kommunikation. Ja, dann macht Darth Vader das für ihn unvermeidlich, obwohl der bekanntlich ja immer so ein Rochus hat, immer so ein Temper hat und er, glaube ich, also der handfeste Typ ist, denkt er sich, da muss ich jetzt leider smart vorgehen. Und da kommt eine junge Dame ins Spiel, also ein Officer, so ein bisschen auch erotisch hier, wo hier der Busen unter dieser Uniform, also für alle Fetischanhänger, was sehr Nettes, aber auf jeden Fall kennt diese Dame sich in Kommunikation, beziehungsweise kennt sich halt aus, wie man also mit dem Volk umgeht, was wird halt gemacht, die stampft erstmal alle, sag ich mal, Artefakte der Jedi ein, die da auf dem Planeten eben sind, also so Denkmäler, schafft halt Lehrinstitutionen, dass die Kinder halt bei denen auf die Schule gehen müssen und also auch so gebrainwashed werden. Also man versucht einfach die Erinnerung an diese Jedi auszulöschen. Eigentlich sehr smarter Twist. Was passiert? Darth Vader stellt halt dann so eine Gruppe von Jedi, beziehungsweise nimmt einen Echsen-Apprentice gefangen. Ja. Auch sehr nett gemacht. Foltert den, beziehungsweise droht dem was an. Aber der, sage ich mal, lässt sich nicht drauf ein. Just in dem Augenblick, wo der gefoltert wird, kommt so ein Stoßtrupp der Rebellen da an und greift auf Vader an. Der schafft es aber, diesen Angriff abzuwehren. Und im Verlauf dessen tötet er halt auch diesen Apprentice, der dann aber auch scheinbar offenbart, wo hier sein Meister ist, den Darth Vader eben haben will. Naja, wie dem auch sei, er schafft es dann halt irgendwie, den Jedi zu stellen und aus seiner Höhle zu locken. Und da kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden und dann man denkt sich, jetzt macht Darth Vader einfach diesen Jedi platt. Also jetzt ein bisschen eine ungewöhnliche Stadt. Sieht so ein bisschen aus wie dieser indische Gott mit mehreren Armen und blau. So. Esoterisch angehaucht, gar keine Frage. Und ja, dann versucht er also auch seine Stärken auszuspielen und denkt sich, Darth Vader, the clumsy bastard, also der ist ein bisschen tollpatschig hier mit der Rüstung und so, da wird er wahrscheinlich kein atomatisches Stückchen aufführen können. Da täuscht er sich aber und Darth Vader schafft es halt, ihn erstmal Hand und Handgemenge zu besiegen. Und dann nennt man sich eine ganz gewöhnliche Story. Aber was passiert? Darth Vader tötet ihn nicht. Ich habe gedacht, er schafft es einfach so mit dem Lichtschwertgriff ihn niederzuschrecken und dann dachte ich mir, jetzt macht er das Lichtschwert an und der Junge ist Moos. Aber was hingegen passiert, also Story-Twist gegen Ende, also so ein zweiter weiteres Ende wird eingefügt und lässt den Jedi in die Stadt laufen, aber die Stadt ist mittlerweile so mit Imperialen besetzt, beziehungsweise die Bevölkerung so unter Druck gesetzt, dass der sterbende Jedi-Meister, der um Hilfe bittet, irgendwie von keinem seiner ehemaligen Freunde da erhört wird. Und wird dann einfach wie so ein gewöhnlicher Straßenpenner von irgendeiner imperialen Wache irgendwie niedergeschossen. Das ist doch dann sogar die Frau, oder? Ja, genau, das ist dann halt der Gag, dass sie dann den Helm abnimmt und dann sagt hier Darth Vader, hier, keiner wird sich mehr an den erinnern, also der Widerstand auf diesem Planeten ist gebrochen, weil die werden sich alle zu sehr schämen, dass sie halt ihrem Idol oder ihrem Jedi-Meister da halt nicht mehr geholfen haben. Die werden versuchen, die Geschichte zu vergessen und badabing, badabong, so macht man das. Und da muss ich halt sagen, also sehr... Volk unterjochen wollte. Genau, aber ich muss halt sagen, eine sehr, sehr smarte Story für so einen Comic, also in einer Geschichte aberzählt. Also ich gebe den tatsächlich, trotz der des
also die Zeichnungen stören halt nicht weiter, aber ich fand die Story so smart oder so ungewöhnlich ernst für so einen Star Wars Comic, der ja auch sehr, sehr viel an Kinder gerichtet ist, dass ich dem jetzt mal eine glatte 4 gebe. Der an Kinder gerichtet. Ja, also das ist halt schon die Hauptfaktor. Und was man schon ankündigen kann, von wegen, wir sind immer der Zeit voraus, hier die Serie, die du mittlerweile verfolgst, ist schon für den nächsten Monat in Deutschland angekündigt. Da frage ich mich ja jetzt. Das ist ja eine monatlich, also wie, das ist eine Frage, wie oft erscheint das mittlerweile immer noch monatlich? Das erscheint also monatlich. Ursprünglich, als wir angefangen mit unserem Schluss, das erscheint zweimonatlich. Ne? Jetzt ist das eine... Ne, wobei, machst du alle zwei... Und du weißt, wie viele, es gibt ja verschiedene Star Wars Heftserien in den USA, da müssen die ja auch... Ja, das wäre meine Frage, wie die jetzt veröffentlichen. Weil ich glaube, sie werden, werden wahrscheinlich erst Story, zwei Story oder das in Umständen. Ich denke, die werden zwei Blöcken, also die werden zwei Hefte davon... hier reinpacken, dann machen sie einen Monat. Genau, dann kommt auch anders, dann sonst was kommt. Ne? Richtig, so wird das machen. Also wie gesagt, ich kann nicht drauf freuen, dich zugreifen. Da habe ich die 5 auch gelesen. Die habe ich aber für heute rausgelassen. Aber die ist gut. Boah. Spider-Man, where are you coming from, Spider-Man? Nobody knows who you are. ja. Spider-Man hatten wir in der letzten Sendung ja schon eine Menge, aber da war es Peter Parker und jetzt kommen wir zu Miles Morales. Und ich, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, habe ich auch das letzte Heft vorgestellt und wir hatten darüber geredet. Ne? Ja, das war mit Venom, wo die Mutter... Venom hat Miles Mutter getötet und daraufhin hat Miles den Klassiker gemacht, nie wieder Spider-Man. Und jetzt macht Bendis aber einen interessanten Twist, weil einfach diese Serie gut ist und Bendis also einfach versteht, die zu schreiben. Und er macht jetzt einfach mal einen Zeitsprung von einem Jahr. Mhm. Das heißt, die Nummer 23 spielt ein Jahr nach der 22. Und in dem ganzen Jahr ist Miles Morales vor allem endlich mal ein Jahr älter geworden, kommt also, ist nicht mehr 13 oder 12, sondern wenigstens 14, also nähert sich zumindest dem Peter Parker'schen Teenie-Alter an. Und vor allem... ist er in dem ganzen Jahr konsequent Spider-Man losgeblieben. Das heißt, man hat das ganz angenehm, man macht einfach diesen Zeitsprung und er ist immer noch nicht Spider-Man und das hat einfach mehr Gewicht, anstatt jetzt zu sagen, oh, du bist schon eine ganze Woche nicht Spider-Man, kann man jetzt einfach durch diesen Kunstgriff sagen, oh, du bist immerhin schon ein ganzes Jahr kein Spider-Man mehr. Wie das so kontinuitätsmäßig mit den anderen Ultimate-Comic-Serien läuft, wo ja auch Spider-Man durchaus mal auftritt oder so, die Leute teilweise ja gemeinsame Events haben, muss ich mich zum Glück nicht fragen, weil ich die alle nicht lese. Aber das wäre natürlich eigentlich interessant. Also wie kann Spider-Man einen Sprung von einem Jahr machen, während bei X-Men das nicht passiert. Aber das soll nicht mein Problem sein. Und es geht jetzt eben darum, dass Miles Morales also quasi immer noch zur Schule geht, mittlerweile eine Freundin hat. Ganke, sein komischer asiatischer, dicker Klischee-Nerd, Kumpel, immer noch keine Freundin hat. Und die hängen halt an der Highschool rum und... er wehrt halt diverse Versuche ab, wieder Spider-Man werden zu wollen. Also Jessica Drew, also die ultimative Spider-Woman, übergibt ihm auch nochmal das Kostüm und sagt, ey, werd Spider-Man und so. Aber er hat da keinen Bock drauf, er hat damit abgeschlossen und trifft sich dann mit seinem Vater, was eine ziemlich coole... also sie versucht ihm auch so ins Gewissen zu nehmen, so wie kannst du das überhaupt aushalten, ne? Deine Fähigkeit nicht zu nutzen, zu wissen, dass wie viel Gutes du tun könntest, irgendwie. Und der 14-Jährige kommt ja eher doch wie so ein 16-Jähriger mindestens rum. Ja gut, er sieht jetzt hier ein bisschen, man hat sich versucht, ihn auch schon wesentlich jugendlicher zu zeichnen, aber ich meine, er müsste jetzt 14 sein. Dann gibt es halt eine ganz coole Szene, also das wehrt er ab, es geht halt mit der Schule los und man merkt, wie gesagt, er hat jetzt eine Freundin und er ist immer noch mit dem Genke befreundet. Der Vater scheint zumindest über den Tod der Mutter so jetzt aus dem Gröbsten raus zu sein. Also er ist zumindest nicht mehr in dieser klassischen neuer Trauer-Jetzt-Phase, muss mittlerweile am Stock gehen. Hier gibt es eine coole Szene, wo Vater und Sohn halt essen gehen und eine sehr coole Unterhaltung haben. Plötzlich taucht halt Gwen Stacy auf, die halt in dem Restaurant, in das sie essen gehen, zufälligerweise kellnert. Die hatten sich anscheinend auch das Jahr nicht gesehen. Die war ja in dem Moment dabei, als der Vater angegriffen worden ist. Sie versucht ihn dann auch nochmal so mehr oder weniger ins Gewissen zu reden, sagt aber irgendwas über die tote Mutter, woraufhin er halt sagt, so, okay, komm, lass es einfach, und mit dem Vater geht. Da gab es halt echt witzige Momente, wie der Vater halt auch so merkt, okay, mein Sohn wird langsam so quasi erwachsen und hat irgendwie so Liebschaften und denkt auch, er will jetzt gehen, weil irgendwas zwischen den Mädels läuft und so. Und das Ganze endet dann aber damit, dass sie doch, nein, nicht Ziel eines Angriffs werden, aber zumindest... Oh, Glockendecker! Genau, in Reichweite eines Superhelden, metamäßigen Kampfes sind, wo jemand, der Bombshell heißt, gegen halt Cloak & Dagger kämpft. Und das ist, soweit ich weiß,
der erste Auftritt der ultimativen Cloak-Entdecker. Ich habe es seinerzeit noch gelesen, als es im Bastei-Verlag erschien. Ja, sieht halt auch ganz nett aus. Und damit endet es auch schon. Das heißt, kein Spider-Man, keine Spider-Man-Action in dem Heft. Aber es wird jetzt interessant zu sein. Also, ne, sind wir realistisch. Natürlich wird er wieder Spider-Man werden. Auch das Cover übrigens, wie ihr eben gesehen habt, ne, eine nette Hommage an, ich weiß jetzt nicht, welche Nummer es ist, aber dieses klassische Spider-Man-No-More-Ding. Das ist einfach ein gutes Heft. Mich stört es überhaupt nicht, dass es keine Spider-Man-Action gibt, weil dafür muss man das Heft jetzt nicht lesen. Also ich finde es einfach gut, dass diese Story konsequent weitererzählt wird. Die Zeichnungen sind gut von David Marquez. Es sind ernstzunehmende Figuren. Die sind, finde ich, ernstzunehmend geschrieben. Das ist eine nette Entwicklung. Bendis nimmt sich halt auch einfach die Zeit, das so zu entwickeln, wie ihm das passt. Und das gefällt mir gut. Und ich hoffe ganz ehrlich sogar, er wird jetzt nicht so sehr vorhersehbar schnell wieder in das Kostüm gezwängt, sondern das zieht sich noch ein bisschen, weil das macht die Serie interessant, dass sie eben, naja, einfach die Sachen so macht, wie Bendis die für richtig erachtet. Und ja. Nur ob das unbedingt so 14-Jährige sind, das ist halt die Frage. Ich wette, da hätte der Autor bzw. der Zeichner, die hätten sich das vereinfachen sollen und die einfach älter machen sollen. Weil das kommt ja, nicht so. Also ich finde zum Beispiel gerade am Anfang, als Miles Morales 12 sein sollte, fand ich das wichtig, dass der 12er, weil ihn das doch sehr abgehoben hat von Peter Parker. Aber da hätten die das Alter jetzt drastisch hochschrauben müssen, allein schon wegen der Optik, wie das aussieht und verkauft. Ich persönlich sehe das jetzt nicht so. Also die soll ja auch älter sein zum Beispiel. Ne? Die ist ja nicht sein Einsatz. Ich finde das jetzt nicht so dramatisch, weil ob jetzt jemand 15 oder 16 ist, muss ja nur mal rausgucken, ist jetzt optisch nicht mehr so der krasse Unterschied heute. Also kann es sein, muss es aber nicht. Das ist schon und ich finde es halt wichtig, dass der jung ist. Also ich finde das halt ein relativ Alleinstellungsmerkmal und das für den Charakter relativ wichtig, dass der einfach jung ist und vieles, was halt damit einhergeht, finde ich halt auch wichtig. So, ein gutes Heft. Sterne würde ich, glaube ich, 4 von 5 geben. Ja. Ich kann halt immer noch mal, ist quasi auch natürlich ein guter Jumping-on-Point, ne? Also jetzt quasi nach dem Jahr Pause kann man auch einfach bei der 23 ganz gut einsteigen. Nee, da habe ich 23 Hefte. Nee, ich weiß. Komm, weiter. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Ja, jetzt kommen wir zu den Hero Turtles wieder mal. Sind in dem Monat, habe ich 3 Hefte zur Verfügung, wo ich eigentlich nur grob eins besprechen will, das weiß ich nicht. Das wird mir auch ehrlich gesagt so ein bisschen zu viel bei den ganzen. Ich habe, wenn du nicht hardcore drin bist, ich lese es halt gerne, aber ich möchte mich nicht so in die Materie hinein, weil die hauen irgendwelche Hardcover, Trade Paperbacks raus, noch und nöcher, also ich weiß gar nicht, woran man ist, irgendwelche Klassik, das und das, Klassik, das und das. Aber dann kannst du ja vielleicht am Ende mal die Frage beantworten, nachdem du deine Reviews gemacht hast, und wenn du es auf eine einstampfen müsstest. Das sind diese 3, auf die ich es eingestampft habe. Also, sonst würde ich mir ja... Ja, aber ich dachte, die Paperbacks sind ja immer Reviews. Also ich werd auf keinen Fall mir jetzt in Zukunft... was soll ich sagen, hier Fall auf Secret Origin of the Foot Clan oder sowas hätte ich mir nicht mehr holen. Also diese Abschweifdinger, das kommt halt der Hauptstory auch zugute. Die handeln es zumindest so, dass man das erwähnt, aber sie sind nicht essentiell wichtig, um der Hauptstory-Arc irgendwie voranzukommen. Aber ich möchte ja auch erstmal mit den Color Classics anfangen für 4 Dollar, also 3,99 kosten die. Man kriegt auch ein richtig schön dickes Heft. Sind auch schöne Neuauflagen der klassischen Turtles, während eben auf die Originale von Eastman und Laird eben steht, der ist damit auch sehr, sehr glücklich. In dieser Ausgabe, das ist die Nummer 10 mittlerweile der Color Classics, geht es halt um einen Showdown zwischen Shredder und den Turtles. April O'Neil und Casey Jones sind halt also auch mitverwickelt. Klassisch erzählt, Action, auch man muss halt sagen, was ich an dieser alten Indie-Serie schön finde, der Ton ist halt auch immer düsterer. Er ist, klar, wie realistisch kann eine Serie mit riesen Schildkröten sein, aber es geht und läuft halt nicht immer alles auf ein Happy End hinaus, also die Cliffhanger bestehen halt daraus, man hat so eine Gefahr mit Biegen und Brechen irgendwie gewonnen, hier überwinden die Turtles so mit Krach und Ach Shredder und seine Gesellen, aber das Haus, in dem April eben wohnt, beziehungsweise so ein Straßenzug, der ist abgebrannt, die fahren immer in den Schnee. Generell muss man auch sagen, diese Color Classics, weiß ich nicht, da schneit es irgendwie die ganze Zeit. Also New York scheint ein Ort zu sein, in dem es nur schneit. Ich weiß nicht, müsste ich mal die Tina oder so fragen, ob es bei denen jetzt auch geschneit hat. Aber
wie gesagt, ein solides Heft findet hier auch so einen Abschluss. Bin ich fast geneigt, eine 4 zu geben, aber ich gebe mal auch eine sehr gute 3 für dieses Heft. Die zweite Serie, wo ich mehr Hoffnung reingesteckt habe, die du gerade in den Händen hältst. Wir haben letztes Mal in der Hauptserie, das ist jetzt hier die Nummer 22 der Hauptserie, da hatte ich eben gehofft, dass eben besagter Eastman weiter zeichnerisch seine Hände im Spiel hat. Ich hatte gehofft, dass das auch so fünf Nummern oder so rauskommt, damit dann Trade bestimmt werden kann. Nur noch das Cover? Nur noch das Cover leider. Aber die Zeichnungen sind echt stark. Die Zeichnung weiß ich nicht. Also Zeichner ist jetzt übrigens Tom Waltz. Mhm. Und das mal so, nein, stimmt gar nicht. Matteo Santoluco ist der Zeichner. Den Zeichnung, also ich halte mal ein bisschen rein. Das könnte der Foot Clan Zeichner sein. Das ist der Foot Clan Zeichner. Ich finde das richtig stark, muss ich gestehen. Ich nicht so sehr. Einfach aus dem Grund, ich komme zu der Kritik, also im nächsten Punkt. Hier die Zeichnung vielleicht zu sehen. Aber mach mal das zweite Bild. Ja gut, das ist halt so ein Flash-Ding. Cool, das sieht aber cool aus. Ich finde jetzt hier total nicht. Ich will einfach mal, bevor ich eine Sache zeige, zeige ich mal das, wie es durchschnittlich aussieht. Das Problem an den Zeichnungen ist, lass mal kurz. Das Problem an den Dingern ist folgendes. Und zwar sind es halt sehr feine, also es sind sehr bemüht, sehr detailliert. Du hast dicke Outlines, dünne Outlines, die Kolorierung ist auch. Aber für so eine Serie ist mir das einfach fast zu perfekt. Die vermitteln keine Düsternis. Also die Farben sind sehr, 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 sehr hell und die Figuren, die sind einfach eher auf niedlich und schön gemünzt. Finde ich gar nicht. Also ich finde die Serie relativ. Als das, also ich finde sie also eher ein bisschen zurückgeschraubt und eher finde ich sie als kindlicher. Also da, vielleicht ist gerade dieser Umschwung zu den Classics eben gekommen. Finde ich sehr hell. Und was mir halt auch aufgefallen ist, also im Vergleich dazu, wenn man in detailliert auf die Kämpfe oder die Kampfhandlung eingeht, merkst du schnell, man hat hier den Unterschied von Jahrzehnten quasi dazwischen. Also sind wahrscheinlich 10, 20 Jahre dazwischen. Du merkst halt, worauf früher Comics aus, warum jetzt aus sind. Hier ist es teilweise einfach so ein Gepose. Also du hast auch in den Kampfhandlungen so, ah, da steht einer so da oder ah, hier so, wie auch immer. Und das hast du hier sehr viel. Und die Kampfsituation oder die Austeilung, die ist halt sehr dürftig. Und hier hast du weniger, den kannst du teilweise vorwerfen, im Klassik-Comic weniger diese Handlung oder so, aber wenn es zu einem Handgemenge oder so da kommt oder irgendwelchen Einstellungen, hast du eher dieses Düstere oder dieses sehr Basale. Es ist sehr so runter reduziert, dass es eben glaubhaft wird. Das hast du hier nicht. Aber nochmal hier zur Story, was passiert in dem Comic. Der Foot Clan setzt Casey Jones fest und gegen Ende des Heftes der, so wie ich es verstanden habe, rammt eben seine Schredder Spikes da in den Bauch und das ist auch der Cliffhanger. Am Ende wird er es überleben. Nach dem einen Heft, letztes Mal, das war ja so ein Übergangsheft, wie ich gesagt habe, die sind ja durch die Stadt gehetzt, aus also einer Trainingssequenz mit Schredder, war wahrscheinlich eine Zeichenübung für den Eastman. Es ist natürlich, gibt es halt natürlich ein bisschen mehr Gas, aber ich sag mal so, der Umschwung geschieht mir jetzt in dem Fall zu schnell. Mhm. Also du kommst von so einer Übergangssituation und plötzlich ist dein Schredder und plötzlich wieder seine Enkelin da. Du hast dich bei dem... Dieser Fox, ja, genau, der, aus der Micro-Series. Genau, der kam auch in der regulären auch, glaube ich, schon vor, was man eben auch sagen muss, schön, dass du mich darauf hinweist. Hier, die versuchen halt mit Biegen und Brechen so neu eingeführte Charaktere, ob man die haben will oder nicht, in den Leser so ein bisschen einzurücken. Und das ist halt auch dieser komische Fuchs. Das einzig Positive, aber sehr positiv finde ich an dem Heft, dass man eben den Raphael hier charakterisiert. Das also der ist Angriff. Auch wieder, das sage ich auch mal so schön, Outlaw-zornig wird der. Und das ist auch der Einzige, der realistisch gesehen halt auch Gefühle zeigt. Und ich finde, die anderen Figuren... Die anderen Turtles-Charaktere verlieren da sehr, sehr, sehr stark. Also die verkommen da zum Beiwerk. Man hat das Gefühl, die Autoren sind halt überfordert, damit alle irgendwie gleichzeitig gleichgewichtig einzubringen. Also so ein Michelangelo, der mit den Nunchucks, der kommt da ganz schlecht in meinen Augen in der Story irgendwie weg. Und man denkt sich, dann würden eigentlich nur zwei Turtles oder hier Raphael und der Splinter würden da quasi reichen und der Casey Jones. Ne? Also die Casey Jones und Raphael, wie gesagt, haben sehr viel auch Background-Story schon früher in den 80ern, haben die teilweise zu zweit halt auch losgezogen. Naja, wütende, coole Kämpfen Outlaw ist halt hier, in dem man am meisten... Also ich muss sagen, ich war jetzt sehr positiv angetan von den Zeichnungen. Mehr als eine 3 kann ich diesmal nicht geben und dann auch zu dem letzten Heft.
Was nebenher auch erscheint, das ist diese wieder eine Micro-Series der Turtles. Und in dem konzentrieren sie sich auf die Bösewichte. Das letzte Mal war Krang, wo ich sehr überrascht war, wie gut eben die Geschichte war. Weniger überrascht, wie gut das ist, war ich diesmal. Also diesmal war es, weil es gut ist. Also ich war weniger davon überrascht, dass mir das sehr gefallen hat. Man kann eben sagen, das Skript von Eric Berman, Art bei Andy Kuhn, Covers bei John Rauch oder Roth, wie auch immer. Aber Andy Kuhn hat doch auch schon die Turtles gezeichnet. Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, es war in der ersten Hefte, um es mal darzustellen. Es geht um Baxter Stockman. Im Gegensatz, wie er uns damals oder zumindest in der Cartoon-Version bekannt war, ist es diesmal ein farbiger. Allerdings nach wie vor ein genialer Wissenschaftler, der irgendwie gezwungen wird, für Krang zu arbeiten oder freiwillig für Krang arbeitet, um an die Geheimnisse des Technodroms zu kommen und für sich was daraus zu ziehen. Und dessen Figur wird eben hinterleuchtet. Man hat irgendwie eine Hauptstory und eine Rahmenerzählung, in der dargestellt wird, wie er sich mit seinem Übervater eben aussetzen musste. Also der Vater war kein Kumpel, sondern sag ich mal, war halt dieser Übervater, den ihn halt gezwungen hat, Schach zu spielen, hat schon halt mal besucht, um klug zu werden. Und parallel dazu wird eben beschrieben, wie er in seinem Labor sitzt, und darauf wollten alle Cartoon-Fans eigentlich hinaus, ihn dazu zwingen, zu der Fliege zu werden, der Baxter Stockman eigentlich im Cartoon war. Aber hier heute so einen übermächtigen Android, so einen, warte mal, wie bezeichnet er, das fand ich irgendwie so Flydroid oder Flyborg, genau, also er bezeichnet ihn als Flyborg, und dieser Flyborg läuft Amok und überwältigt dann die Wachen, und im Endeffekt muss der die Hoffnung aufgeben. In diesem Flyborg hat er so einen Chip versteckt, mit dem er das Technodrom ausspionieren wollte, und parallel dazu wird gezeigt, wie Baxter Stockman seinen kühlen Vater dann auch aus dem Unternehmen ausgebotet hat und quasi das Labor von ihm übernommen hat und den Vater einfach auf die Straße geschickt hat. Also sehr spannendes psychologisches Porträt, vielleicht ein bisschen zu hochtrabend gesagt für so einen Comic, aber jetzt wenig überraschend nach der guten Krang-Story, wo das bearbeitet, absolute Empfehlung, 4 von 5 Sternen. Ja. Ja, und ich habe mir dann gedacht, ich teste das mal an, und ich habe angefangen, indem ich mir, weil die ersten Ausgaben nicht mehr so leicht zu bekommen waren, habe ich mir das Trade geholt. Da sind die ersten 5 drin, und habe mir die restlichen bis zur 10 dann als Hefte geholt. Auch da musste ich teilweise auf die, wie man an den Covern sieht, also das war zum Beispiel, glaube ich, ursprünglich anderes Coverdesign, nicht ganz so lila und so, auf die Second- und Third-Printings zurückgreifen, aber das ist mir zum Glück egal, der Inhalt ist ja der gleiche gute. Und der Ansatz ist halt eben, warum das gut ist, ist es keine klassische Hawkeye-Serie, sondern Hawkeye wird aus dem Grund gewählt. Hawkeye ist ja quasi der Avenger, der ähnlich jetzt wie Batman, also ohne so zu sein wie Batman, der ist, der rausfällt, weil er eigentlich gar keine richtigen Kräfte hat. Also Hawkeye ist halt ein guter Bogenschütze. Ist jetzt im Verhältnis zu dem, was da sonst rumrennt, nicht so beeindruckend. Und diese Serie, also das ist zumindest so, beschreibt sie sich auch selber, ist das, erzählt die Geschichte von dem, was Hawkeye macht, während er nicht bei den Avengers rumturnt. Das Bogenschießen eigentlich so unpopulär. Ich glaube, ich werde das ist mein nächstes Hobby, Bogenschießen. Muss ich mal Ron fragen, er will da auch Bogenschießen. Ja. Wirklich? Ja. Wirklich? Der hat dann nach einem Monat keinen Bock mehr, ne. Also, ich habe das gerade vor. Tut mir leid. Nein, Bogenschießen voll, das ist Hobby. Gelabert drauf, nämlich ja, drauf. Geschnitten. Warte, dann setzen wir mal jetzt. So, also das, die Prämisse, mit der quasi auch die Sendung wirkt, ist, das ist Hawkeye, das ist, also das erzählt die Story von dem, was Hawkeye macht, während er eigentlich bei den Avengers rumturmt. Und das ist halt das, was er sitzig macht. Das ist so Street-Level-mäßig. Hawkeye ist halt eher so ein Loser, der hängt da in seinem Haus ab, muss sich mit so einem ganz skurrilen russischen Gangster Syndikat rumschlagen, sich aber Bogen leisten. Die halt die ganze Zeit nur so Adidas Overalls ertragen und Mini Cooper fahren und halt so die ganze Zeit ganz komisch reden, hat da dazu noch Kate Bishop, das ist so Hawk Girl quasi, dabei, mit der ist aber halt irgendwie echt eher so, geht in die Loser-Schiene, der kriegt dann nämlich auf die Reihe, ist verkackt öfter mal was, rettet aber dann auch gleichzeitig Leute, ist sehr
sehr cool erzählt, mit einem sehr untypischen, fast europäisch für Amerikaner, also für US-Comic-Markt, sehr europäisch, mit einem Humor, gut, also Zeichnungen sind jetzt halt auch nicht... Also kein neunjährigen Humor, wie üblich. Nee, nicht dieser neunjährigen Humor, auch gar überhaupt nicht so eine neunjährigen Erzählweise, die Zeichnungen sind auch überhaupt nicht dieses klassische, pompöse US, sondern halt auch David Aja und also bisschen schon in die Indie-Richtung gehend und einfach ein sehr guter Humor, also coole Stories, wie Hawkeye da halt irgendwie Gangster-Syndikate bekämpft, gleichzeitig aber auch irgendwie so ein bisschen Agenten-Feeling dabei und das setzt sich halt auch einfach in den ganzen Heften, die ich mir danach noch gekauft habe, durchaus weit. Es gibt einen sehr unterhaltsamen und die Serie auch wieder in den Nebencast, also die Leute, mit denen Hawkeye in diesem Mehrfamilienhaus wohnt, diese einzelnen Parteien, die sich dann auch immer so zum Grillen auf dem Dach treffen, die ihn auch die ganze Zeit aber nur fälschlicherweise so Hawkeye nennen und die einem auch ordentlich ans Herz, also halt einfach witzig sind, die Serie vorantreiben, die das Ganze so ein bisschen menschlicher machen, weil Hawkeye dem hilft, also zum Beispiel diese Mafia will dieses Haus abreißen, um da irgendwas drauf zu bauen, also kauft er halt das Haus, weil er ja doch eben nicht der Average Joe ist, sondern er ist ja doch irgendwie Avenger und muss halt ab und zu mal auf Avenger-Missionen gehen. Das Ganze ist auch so zwischenmenschlich mit seinen Frauenbeziehungen, die er nicht hinkriegt, also zwischen seiner Ex-Frau und seiner neuen Geliebten mit irgendwelchen Frauen, denen er dann so zwischenzeitlich so verfällt. Also es ist wirklich echt abseits von dem, was sonst so bei Marvel oder halt eben DC so erscheint. Deswegen kann ich das eigentlich nur empfehlen. Es ist eine sehr lustige und coole Serie. Man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, dass das halt Hawkeye ist. Also wenn man jetzt die Avengers gesehen hat oder auch so vor Marvel Comics gelesen hat, sagt man, boah, Hawkeye, den finde ich so uncool, von dem will ich keine Solo-Serie lesen. Das ist jetzt nicht die klassische Hawkeye-Solo-Serie, also wo Hawkeye im vollen Kostüm rumrennt und irgendwie die Welt retten muss oder ständig irgendwelche... Ich mag das super. Für ich mag persönlich Hawkeye auch, aber das tut, dann macht es die Serie nur noch besser. Aber das ist jetzt nicht so, dass man dazu erwarten hat, die ganze Zeit Hawkeye im Kostüm, der irgendwie, ja weiß ich nicht, den Geier bekämpfen muss oder Thanos oder das heißt, wir können so. Von dir eben künftig auch mal regelmäßige Hawkeye. Ja, also ich werde die Serie jetzt abonnieren, also ich habe wie gesagt jetzt zum aktuellen Stand aufgeholt und ich würde fast vermuten, in der nächsten Sendung würde es mich nicht wundern, wenn Heft 11 dann schon gereviewt wurde. Wie gesagt, zeichnerisch kann ich auch nur sagen, wie gesagt, unterstützt die Art der Story perfekt. Nicht dieses pompöse, eher so ein bisschen Indie-mäßige. Franca Villa hatte ich ja auch bei Batman teilweise schon, der war jetzt der Gastzeichner in der letzten Ausgabe. Hat einen sehr guten Look alles, passt also sehr stimmig auch vom Cover-Artwork-Design und so. Man merkt halt, dass das so eine Nische ist. Ich glaube, man lässt Matt Fraction einfach so machen. Der schreibt so ein paar große Serien und zur Belohnung dafür dann irgendwie Hawkeye machen. Die verkauft sich nämlich verkaufszahlenmäßig, habe ich mal nachgeguckt, nicht wirklich so viel besser als... weiß ich nicht, so eine Transformers-Serie oder so, weil es eben so untypisch ist. Ich würde hier 5 von 5 Sternen auspacken, mal seltenerweise. Ah, es ist ja eher so ein Serienüberblick. Ich weiß nicht, ob du da eine Bewertung abgeben kannst. Warten wir jetzt erstmal das nächste Heft ab. Trade kostet, glaube ich, 14 Euro bei Amazon oder so. Sind die ersten 5 Hefte plus noch ein Special drin. Ich kann die Serie wirklich nur empfehlen. I am alone. Ja, auch die letzte Review dieser Sendung, was ich immer sehr gerne sage, fand ich immer das Beste, weil in Deutschland synchronisierten Arnold Schwarzenegger Conan, der Synchronsprecher sagt das immer so komisch, da gibt es einen Erzähler im Hintergrund, Conan. Nein, kann nicht schlimmer sein als im Original. Großartig. Oder ist Arnold Schwarzenegger in Conan im Original synchronisiert worden? Ich rede gar nicht von Arnold Schwarzenegger. Ach so. Ich glaube, im Original ist er nicht synchronisiert worden. Aber ich finde das immer geiler. Stimmt das eigentlich, dass der Typ, der Trisa Doom oder wie der spielt, den Schurken im ersten Code? James Earl Jones. Das ist die Stimme von Darth Vader, ne? Ja, genau. James Earl Jones ist der böse. So sieht er in echt aus. Aber spielt der auch Darth Vader oder ist nur die Stimme von Darth Vader? Ist wahrscheinlich die Stimme von der, drin und. Ja, also das war halt nicht so, weiß nicht, wie die das geplant hatten, aber der spielt zu keiner Zeit Darth Vader. Also, ja, der spricht den nur. Er spricht den nur. Und ich glaube, es ist, bei Darth Vader ist es auch relativ egal, wer da drin steht. Nee, passt. Wahrscheinlich haben sie da so einen Stunt-Fuzzi reingesteckt. Und also du siehst ja, dass der Typ mit dem Gesicht, das ist eben jedenfalls nicht im Film. Nein, das ist ja nicht im Film. Wie dem auch sei, zurück zum, also eine neue Serie, eine neue Conan-Serie, erschien bei Dark Horse. King Conan ist wohl geplant, ist die Nummer 1 von 6 Heften. Es ist sogar gleich die Nachfolgeserie geplant. Es ist also quasi eine Comic-Verwurstung einer der Literaturvorlage. In dem Fall heißt sie The Hour of the Dragon.
Die Fortsetzung ist auch schon angekündigt und ich habe halt mal reingelurrt und war begeistert. Das Skript ist von Timothy Truman und der Artist in dem Fall ist Tomas Giorello, Color Artist José Villarrubia. Jetzt wolltest du aber auch genau das muss ich jetzt mal einblenden und die ist so gezeichnet, wie ich sie von der Conan-Serie auch erwarte. Nämlich Scruffy, diese typische Fantasy-Optik der 80er Jahre. Und Conan ist einfach ein hässlicher Motherfucker. So ist das. Der ist kein stupsnäsiger Model-Schönling à la Fabio oder sonst was. Conan ist einfach ein hässlicher Motherfucker und unsympathisch. Ist so ein bisschen, das ist so der Vorläufer von Punisher. Conan ist das ist die einzige positive Sache, die du ihm zuordnen kannst. Der ist straight. Der kann irgendwie nicht lügen. Der haut halt auf. Das ist halt, wenn die den Conan so schreiben so nach, und dabei jetzt noch vergessen, dass das jetzt in unserer heutigen Zeit in unserer heutigen Moralvorstellung gelesen wird, sondern wenn die so einen Barbaren so schreiben, wie der war. Und wenn einer ihn beleidigt hat und auch wenn das unter heutigen Gesichtspunkten die vollkommen unangemessene Reaktion war, hat er den halt umgehauen. Ja, den von oben bis unten aufgeschlitzt und bam. Aber wie gesagt, vom Grund er hat seinen Vorteil gesucht, zwar nie gelogen oder so, aber es bleibt keine sympathische Figur. Das Interessante ist halt, bei Conan finde ich, die Interaktion mit den anderen widerwärtigen Umgebungen, eigentlich ist dann fast, der Conan ist halt so eine Leitfigur zu den Geschehnissen, die in der Umgebung passieren. Also der führt einfach andere Figuren vor, das ist meistens viel spannender, welche Listen oder Tricks sich für andere Sachen ausdenken, als Conan. Habe ich da gemacht. Jetzt gerade drauf gepennt, oder? Warum ist das jetzt King Conan und nicht nur Conan? Weil Conan war also ja... Er ist wirklich König in dem Zeitpunkt. In dem Zeitpunkt ist er halt König. Conan hat ja diese Entwicklung, der war ja irgendwie Pirat oder wer die Filme gesehen hat, wurde ja auch diverse interpretiert. Es gibt auch diverse Interpretationen. Ich persönlich finde ja auch, ich bin Fan von der Krull-Interpretation. Also der ist ja nicht das Film, den habe ich nie gesehen. Sondern eben des Comics, das ist quasi, ich habe halt auch nie verstanden, was der Unterschied zwischen ihm und Conan sein soll. Der andere ist vielleicht ein bisschen gelehrter, ja, aber... Krull ist eher so ein bisschen zivilisierte also der Anime-Variante. Genau, der Anime-Variante, den habe ich auch immer sehr, sehr gerne gelesen. Also gerade die alten Sachen aus den 80er, 90ern, die auch als nur Schwarz-Weiß-Runner irgendwie auch funktioniert haben. Zu der Geschichte, ich kann es halt nur empfehlen, ich habe lange keine Conan-Sachen mehr gelesen. Ich glaube, die letzte habe ich mir... in Mitte der 90er irgendwie mal auf Deutsch geholt. Also wie gesagt, wenn dir das Kreativteam gefällt, die haben aber eben schon viel bei Dark Horse gemacht. Also gab da vorne eine langlaufende Conan-Serie. Ich glaube, die hieß auch einfach nur Conan. Auch immer mal wieder, es waren auch immer mal wieder zum Beispiel Robert E. Howard Vorlagen von Miniserie oder so. Tablo. Eigenes und das, ich meine, ich glaube, die hat sogar einen Vorläufer, nur was mir halt nicht gefällt und es funktioniert für mich nicht, eine bestimmte Art von Zeichnung, da finde ich es wirklich wichtig. Es muss halt dreckig sein, es muss medieval sein, es muss so Fantasy sein, es muss Truckfahrerkunst sein. Conan muss Truckfahrerkunst sein und das schaffen die halt. Das finde ich, sieht gar nicht so Truckfahrermäßig aus. Ja, es ist schon ein besseres Niveau, gebe ich gerne zu, aber es ist trotzdem also süßer. Es ist nicht so cheesy Fantasy. Genau, das ist halt und nicht, die Figuren sind auch durchaus als hässlich zu bezeichnen und nicht diese Hochglanz-Superhelden 0-15 Schienen, das gefällt mir. Wobei, ich weiß ja, worauf du die ganze Zeit indirekt abzielst. Ich finde ja diese neu gestartete Conan-Serie von Brian Wood, also die jetzt mittlerweile schon irgendwie in die 20 rum, glaube ich, bei Dark Horse läuft, die erzählt ja eher die Story von so einem jüngeren Conan. Und deswegen finde ich passend die Zeichnungen da, die sind ja eher so ein bisschen saubere, so ein bisschen modernere Zeichnungen, sag ich mal. Ich finde sie langweilig einfach. Ich habe die ersten 6 Hefte gelesen und ich fand die richtig überraschend richtig gut. Ich finde langweilig. Aber wie gesagt, aber auch nur, ich gebe dir recht, weil es passte weil es passte, damit das Conan viel jünger war. Das ist halt aber es muss ja nicht heißen, dass man schöner ist, wenn man jünger ist. Als schön wurde der da auch nicht unbedingt gezeichnet, allerdings halt wesentlich harmloser. Ja. Also, aber jetzt zu diesem Comic zurückzukommen. Was passiert? Die Ursprungsgeschichte ist, man sieht den alten König Conan irgendwie am Grabmal einer seiner toten Frauen irgendwie stehen und Reminiszenz führen. Und dann kommt ein junger Bursche ums Eck und der schreibt quasi, der dient dazu da, die Lebensgeschichte von Conan aufzuschreiben. Und da fängt er halt auch an, ihm also einen Schwenk aus seinem Leben halt zu erzählen. Also in dem Fall ist es so ein mystischer Anfang. Eine Gruppe von, Rebellen versucht,
mit Hilfe eines Artefakts, so eines roten Herzens, einen bösen Magier, einen Magier der schwarzen Magie wieder zu beleben und ihn quasi im Feld gegen Conan zu führen. Also die wollen den König stürzen, in dem Fall Conan, und beleben diesen Magier, und dieser Magier, also die befinden sich in einer Schlacht gegen Conan, in einer entscheidenden Schlacht, und man sieht schon das Schlachtfeld, Conan ist da, und Conan ist halt eine sehr zentrale Figur, der gilt halt als Brecher, so, und auch hält halt die Moral dieser gemischten Armee irgendwie aufrecht, und dieser Magier verflucht quasi Conan, so dass der also der klassische Sword and Sorcery. Genau, finde ich geil. Also einfach diese Sword and Sorcery Geschichte, und Conan bleibt regungslos, das kann sich nicht bewegen und ist halt nicht dazu in der Lage, sein Heer anzuführen. Das heißt, er schickt einen Ersatz los, der zieht sich halt so die Conan-Rüstung an und führt halt die Armee an. Klappt natürlich nicht. Ja, klappt zwar schon, also alle halten ihn für den Anführer, nur das heißt, der Zauberer, der Scheiß, so hat nicht geklappt, denkt gar nicht großartig drüber nach, dann lasse ich einen Berg auf dieser Meer einstürzen. Ja, und dann ist das gute Reaktion, genau. Ne? Hat nicht funktioniert, bevor ich da lange argumentiere, mache ich die nochmal platt, ich lasse den Berg einstürzen, und gegen Ende schafft es noch Conan mit letzter Kraft, sich da aufzuraffen, und steht also einer unmöglichen Masse an Leuten also halt irgendwie entgegen. Ja, natürlich. Und das ist der Kniff für das nächste Heft. Hat mir, wie gesagt, sehr gefallen, hat mich so ein bisschen, ist halt so ein bisschen oldschool, hat mich da so ein bisschen rausgeholt. Ist ein Heft, dem ich erstmal wirklich, weil es einfach vergnüglich ist, nicht inhaltlich irgendwie großartig intellektuell ist, aber es stimmt alles. Es passt, sagen wir mal, alles so, sehr Kohn, gut. Kohn ist halt Genre. Genau. Material. Und da gibt es halt, etwas, genau. Und die müssen halt einfach erfüllt sein, und die müssen einem nicht passen, die müssen nicht modern sein. Wenn ich jetzt modern Indie-Comic oder wenn ich jetzt, weiß ich nicht, auf Sci-Fi stehe oder auf besonders intelligente Handlungsstränge, dann suche ich, das ist sicherlich vielleicht in gewissem Maßen, wäre das mit Kong möglich, aber das ist jetzt nicht, ich gucke gerade keinen Arnold Schwarzenegger-Film, genau. wenn ich auf europäisches Arthouse-Kino stehe. Du weißt, wobei du dich auf Conan einlässt und entweder bevorzugst du das oder nicht. Ja. So kann man es einfach zusammenfassen, das ist die Figur, es wird nichts ausmachen, wer die großartig zeichnet, ist es interessant oder nicht. Das schmälert das Ganze, aber es wird nichts an der Runterstellung ändern. Deswegen sage ich mal, gebe ich mutige 4 von 5 für dieses Heft. Werde ich mir auch erstmal bis zu der ersten Zyklus, ersten 6, werde ich mir dann kaufen. Ja. Kann ich bis jetzt nur empfehlen, wer, wie meint ihr denn den Begriff, also, vorhob, auf Sword and Sorcery steht, die sollte zugreifen. Ja, auch das Ende. Ist das das traurige Ende? Was traurig? Ich glaube, die Leute sind ja ziemlich froh. Und Erwachsene ebenso. bis zu unserer nächsten Sendung wünschen wir euch alles Gute. Danken euch nochmal für die Aufmerksamkeit. Eure Kommentare drunter setzen, Beteiligung, Anregungen sind alle herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal. Habt euch wohl. Yeah. So.